von meiner Seite auch vielen Dank, Thorsten, für die nette Anmoderation. Ich möchte heute ein paar Worte verlieren zum Thema Kundendaten erfolgreich verwalten, von Datenquellen bis zur Datennutzung. Das heißt, sehr wichtig von mir ist das Datenmanagement, ist sehr essentiell als Basis für ein erfolgreiches Kundenmanagement. Dann möchte ich einen Einblick geben, wie wir die Daten dann sinnvoll nutzen können und letztendlich am Ende noch damit abschließen, wie das Ganze sinnvoll und effizient zusammenspielen soll. Beginnen möchte ich mit dem Datenmanagement, was die Basis für alles ist. Das heißt, rund ums Datenmanagement gibt es natürlich sehr viele Themen, die berücksichtigt werden müssen. Ich gehe jetzt nicht ganz sehr ins Detail, ganz in die Tiefe, aber aus meiner Sicht sehr essentiell sind die folgenden vier Pfeiler. Das ist einmal das Thema Datenarchitektur. Da geht es quasi darum, was sind die relevanten Daten, welche Daten kann ich nutzen, um sie für meine späteren Entscheidungen vorzubereiten, welche Daten sind weniger relevant, wie kann ich sie miteinander verknüpfen. Sehr wichtiges Thema, wenn ich dann in dem Kreislauf weitergehen möchte, geht es um das Thema Verantwortlichkeit, Data Stewardship. Das heißt, ich muss ein Auge darauf haben, wie die Qualität und die Integrität der Daten ist. Ist es gewährleistet? Sind die Daten in einer Qualität, mit der ich arbeiten kann? Muss ich Dinge tun, um die Datenqualität zu verbessern? Data Provision ist ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, wenn ich die Daten in einem guten Qualitätszustand habe, wenn ich dann schon in der Lage bin, vielleicht eine 360-Grad-Kundensicht zu erstellen, ist natürlich wichtig, die Erkenntnisse, die Modelle, die Daten auch anderen Geschäftsbereichen zur Verfügung zu stellen, die sie dann nutzen können. Und letztendlich, um dieses ganze Prozedere effizient zu gestalten, ist es extrem wichtig, auch effiziente Automatisierungsprozeduren einzubauen, damit ich nicht als User ständig in der Lage und ständig nachschauen muss und gucken, ob die Prozesse laufen, ob das effizient ist, sondern es macht quasi mein Roboter im Hintergrund. Ich muss nur bei Problemen einschreiten und letztendlich ist ein Automatisierungszyklus sehr wichtig, der mir eben Arbeit abnimmt. Wenn ich mir die einzelnen Themen mal anschauen möchte, viele Vorredner haben es auch schon gesagt, die Datenwelt wird immer komplexer, immer vielfältiger. Wir haben unzählige Daten rund um die Kundendaten, also sowas wie Transaktionsdaten, Produktdaten, aber auch Befragungsdaten. Sehr häufig auch externe Daten, sowas wie Marktdaten, Befragungen, Wetterdaten. All diese Daten sollen einfließen, und letztendlich ist das Ziel daraus, eine 360-Grad-Kundensicht zu machen. Das heißt, wir wollen die Daten veredeln. Wir wollen erstmal identifizieren, was sind die relevanten Datenquellen. Wir wollen sicherstellen, dass die Daten sinnvoll miteinander verknüpft werden können und natürlich dann die Rohdaten in geschäftsrelevante Kundenattribute berechnen, die wir auch historisieren können und mit denen wir dann die nächsten wichtigen Schritte tun können. Data Stewardship auch nicht zu vernachlässigen, wird sehr häufig vernachlässigt. Da geht es darum, die Datenqualität eben zu gewährleisten, also sowas wie Dubletten-Thematik. Also wir haben schon sehr viele Kunden erlebt, wo die Dubletten sehr, sehr groß waren. Das heißt in der Folge natürlich auch, wenn eine Kampagne ausgespielt wird, dann bekommt ein Kunde auch mehrfach die gleiche Kampagne. Um eben sowas zu vermeiden, haben wir Dubletten-Checks eingebaut, um Datensätze zusammenzubringen und eine Master-ID zu bilden. Sehr wichtig ist da auch ein Data Quality Report zu haben, wo ich automatisiert schon sehe, welche Ampel rot, grün und gelb ist. Also wo bin ich fein, wo ist alles gut, welche Themen sind kritisch. Es ist aber auch wichtig, Plausibilitätschecks zu machen. Also wir haben zum Beispiel Kunden, die sehr, sehr viele Filialen haben, wo wir täglich Daten geliefert bekommen. Da ist es eben nicht nur wichtig zu schauen, hat der Datentransfer funktioniert, sondern es ist auch wichtig, tief reinzugehen und ein Auge darauf zu haben, ob zum Beispiel alle Filialdaten geliefert worden sind oder ob vielleicht ein paar Filialen fehlen. Also bloß die Tatsache, dass der Prozess funktioniert hat, heißt nicht, dass alles gut ist, sondern da haben wir mit Plausibilitätschecks schon sehr früh ein Qualitätsprüfungsszenario entwickelt, das uns erlaubt zu sehen, ob da irgendwas im Argen liegt. Das heißt, sehr wichtig von Anfang an schon, wer ist für die Daten verantwortlich? Mit Datenqualitätsberichten eben zu gucken, ob alles passt, ob die Daten sauber geliefert werden und dann kann ich den sinnvollen nächsten Schritt gehen. Wenn diese Daten alle da sind, dann ist es natürlich auch wichtig, die Umsysteme, die relevant sind, damit zu versorgen. Also das ist jetzt nur ein schematisches Bild, müssen wir nicht im Detail durchgehen, aber es geht im Prinzip darum, wenn ich mit Analytik agiere, dass die Daten eben der Analytik zur Verfügung gestellt werden, dass die Werte
aus den Modellen, die rausputzeln, dann eben entsprechend auch verteilt werden, in dem Fall zum Beispiel an den Kundenservice oder ans Kampagnenmanagement. Das heißt, es muss einfach gewährleistet sein, dass die Daten in unterschiedlichen Geschäftsprozessen zur Verfügung gestellt werden können und dass diese Datenlieferung eben sinnvoll und idealerweise automatisiert funktioniert, was mich dann zum nächsten Punkt Data Efficiency bringt. Hier geht es eben darum, den User dahingehend Arbeit abzunehmen, indem ich effiziente Prozesse stricke. Das heißt, die Datenquellen am Anfang werden automatisiert verarbeitet. Das ist kein manuelles Eingreifen mehr nötig. Die Daten werden importiert, dann werden diese 360-Grad-Kunden sich aktualisiert. Das heißt, jedes Kundenattribut bekommt einen neuen Wert. Die Daten werden auch historisiert, sodass ich auch auf ältere Werte zugreifen kann, wenn Bedarf ist. Und da ist es eben extrem wichtig, die Daten dann auch automatisiert zu aktualisieren. Das heißt, die Score-Werte, die relevanten Prognosemodelle werden aktualisiert und dann eben entsprechend an die unterschiedlichen Systeme verteilt. Das heißt, hier ist es wichtig, auch effizient zu speichern. Das heißt, je nach Fragestellung ist Cloud-Variante oder unterschiedliche Cloud-Varianten können da eben beäugt werden. Was ist die Variante, die für den Kunden am effizientesten ist? Wie kann ich die Prozesse so stricken, dass sie automatisiert und schnell laufen und idealerweise auch relativ real-time den Geschäftsanwendungen zur Verfügung gestellt werden? Das ist so ein wichtiger erster Punkt, was ich alles zu Datenmanagement zähle. Natürlich können wir noch viel tiefer reingehen, aber diese vier Hauptpfeiler sind für mich relevant, um die Daten erstmal in einer Qualität zu haben, sie automatisiert weiterverarbeiten zu können und eben den entsprechenden Umsystemen auch zur Verfügung stellen zu können. Im nächsten Schritt geht es darum, was mache ich jetzt damit? Das heißt, wenn ich die Daten zur Verfügung gestellt bekommen habe, was kann ich dann damit sinnvoll tun? Hier möchte ich mal einsteigen mit Affinitäten. Das heißt, der Kunde hat die Herausforderung, er möchte eine Kampagne mit einer bestimmten Produktgruppenaffinität an den Markt bringen. Das heißt, er möchte wissen, welche Kunden sind diejenigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diese Kampagnen reagieren werden. Das heißt, sind wir in der Lage, Affinitätsmodelle zu berechnen für unterschiedliche Arten von Produktgruppen. Dann nehmen wir uns eben genau diese Daten, die wir in der 360-Grad-Kundensicht gebildet haben und berechnen da Prognosemodelle. Da gibt es dann Absteigung von hoch bis niedrig, bekommt jeder Kunde einen Scorewert. Diese Scorewerte werden natürlich dem Kampagnenmanagement zur Verfügung gestellt. Und letztendlich geht es darum, die Zielgruppen, die für Jellys Potenzial haben, für gewisse Warengruppen, oder auch für andere Themen. Produktgruppe ist nur ein Exemplar. Es geht auch um Online-Affinität oder was immer der Kunde wünscht. Es geht darum, eben die relevante Botschaft an die relevanten Zielgruppen ausspielen zu können. Das heißt, wichtig ist hier die zielgruppenorientierte Ausspielung der Kampagnen. Sehr wichtig ist auch der Kundenlebenszyklus. Also hier mal exemplarisch aufgeführt, sehen wir auf der linken Seite unten am Anfang. Von der Phase, ich bin Lead, bis hin zum Neukunde, da ist natürlich noch relativ wenig über den Kunden bekannt. Das heißt, ich weiß vielleicht die Acquisition Source, das heißt, ich weiß, wo der Kunde herkommt, vielleicht mit welchem Device er sich registriert hat. Vielleicht bekomme ich auch schon den ersten Einkauf. Und Ziel sollte es natürlich sein, den Kundenlebenszyklus zu verlängern, also von Neukunden über Bestandskunden, möglichst die Potenziale zu heben und die Kundendauer sehr lange zu halten. Das ist extrem wichtig, die Loyalisierung der Kunden. Das heißt, zum Beginn, wenn relativ wenig Daten da sind, ist es schon sehr wichtig, den Kunden zu loyalisieren. Das ist möglich, auch mit wenigen Daten. Das heißt, was wir hier machen, ist Prognosemodelle, die quasi vorhersagen sollen, wie loyal ein Kunde ist, beziehungsweise wie hoch seine Wiederkaufwahrscheinlichkeit ist. Das heißt, man kann tatsächlich am Erstkauf und an der Tatsache, wie der Kunde zu uns gekommen ist, sei es über ein Gewinnspiel, sei es über andere Quellen, kann man tatsächlich schon gute Prognosemodelle erstellen, die vorhersagen, ob der Kunde sich zu einem guten oder eher zu einem weniger guten Kunden entwickelt. Das heißt, ob er vielleicht auch bei einem Einmalkäufer bleibt oder ob er eben loyal wird und auf seinen Zweit- und Drittkauf tätigt. Hier ist es eben extrem wichtig, das Gefühl schon, dass man hat, ob ein Kunde jetzt sich gut entwickelt, durch Daten unterfüttert zu bekommen und eben genau da reagieren zu können. Das heißt, Kunden, wo die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht so gering ist, dass man die einfach anders behandelt als jemand, der mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso kommen wird.
Und es geht dann eben weiter entlang des gesamten Kundenlebenszyklus, können wir mit unseren Daten, mit unseren Modellen, können wir operieren und können zum individuell richtigen Zeitpunkt eines Kunden eben entsprechende Affinitätsmodelle automatisiert ausspielen. Zum Beispiel ein prognostischer Kundenwert. Das heißt, der sagt vorher, welcher Kunde das höchste Ertragspotenzial oder Umsatzpotenzial hat. Also nach vorne gedacht, schaue ich, welcher Kunde wird sich in den nächsten 6, 12 Monaten am besten entwickeln. Taktisch einsetzen kann ich natürlich auch diese Affinitätsmodelle. Wenn eine Aktion ansteht, wo eben ein gewisser Fokus da ist, kann ich schnell und automatisiert Daten ausspielen und selektieren. Ich kann auch sowas machen wie Loyalität vorhersagen. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde noch x Jahre bleiben wird? Wie viele Jahre wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit noch bleiben? Auch da nehmen wir uns natürlich historische Daten zur Verfügung. Und jetzt kommen wir zu den kritischen Phasen. Hinten Churn-Gefahr, Abwanderungsgefährdung ist natürlich extrem gefährlich. Das heißt, hier ist es wichtig, individuell zu aktivieren. Wenn wir eine Definition sagen, ein Kunde wird nach 12 Monaten inaktiv, macht es natürlich keinen Sinn, nach 10, 11 Monaten alle Kunden anzuschreiben, sondern es gibt Kunden, die unterschiedliche Kaufrhythmen haben und da muss man natürlich darauf reagieren. Das heißt, ein Kunde, der viel häufiger kauft, ist nach 6, 7 Monaten, da ist es vielleicht schon zu spät, ihn zu aktivieren. Deswegen muss man da früher aktivieren als jemand, der vielleicht nur einmal im Jahr kommt. Und letztendlich bei der letzten Phase, die Reaktivierung, wo es extrem wichtig ist, Kunden zu identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder kaufen werden. Wofür kann ich die Daten auch noch nutzen? Für Segmentierung natürlich. Also eine Segmentierung heißt, ich versuche Kunden zu finden, die sehr homogen sind, die sich zu anderen Kundengruppen sehr heterogen verhalten. Das heißt, innerhalb dieser Kundengruppe sind Charakteristika, die gleich sind. Da gibt es Segmentsteckbriefe, die wir ganz ausführlich erstellen, auch mit externen Daten anreichern, wie zum Beispiel einer Befragung oder soziodemografische Daten, Konsumentenverhalten, Geodaten, um da ein umfangreiches Bild zu bekommen der einzelnen Sequenzstickbriefe, um die Kunden dann eben idealerweise möglichst personalisiert anzusprechen. Die Idee ist dahinter, natürlich die Werbewirksamkeit zu erhöhen und die Kundenorientierung hochzuhalten. Aber auch sehr kurzfristige Dinge sind möglich. Beim Julian war vorhin auch das Thema Realtime ein Thema. Also hier geht es darum, einfach die Daten zu nutzen, dass der Kunde, wenn er im E-Shop aktiv ist, dass er vielleicht direkt eine Maßnahme ausgesteuert bekommt. Hier haben wir auch ein große Scoring Engine dahinter, wo wir eben Clickstreams von E-Shop-Besuchern identifizieren und eben entscheidungsrelevante Kennzahlen im Echtbetrieb ausspielen. Hier geht es vor allem um kritische Ereignisse. Wenn wir sehen, dass es ein kritischer Part ist, den der Kunde im E-Shop hinterlassen hat. Das heißt, vieles deutet darauf hin, dass der Warenkorb zum Beispiel abgebrochen wird oder dass der E-Shop verlassen wird. Dann sind wir real-time in der Lage, Maßnahmen auszuspielen, vielleicht einen Banner einzuspielen, eine Aktion oder vielleicht auch nochmal eine persönliche Beratung. Das heißt, es ist nicht nur strategisch langfristig gedacht, sondern auch sehr kurzfristig kann man die Daten nutzen, um eben sowas im Real-Time-Scoring im E-Shop anwenden zu können. Genau, das waren jetzt die Dinge. Ich habe ganz viel im Datenmanagement, was zu tun ist, damit ich es effizient hinbekomme. Ich habe dann viele Scoring-Geschichten, die am Ende relevant sind. Wichtig ist, wie kann ich das Ganze miteinander verknüpfen? Das heißt, Erfolgsfaktoren sind natürlich die Verknüpfung der relevanten Datenquellen, permanente Datenqualitätsprüfungen. Das muss auch immer wieder auf den Prüfstand. Da muss ich immer wieder gucken, was kann verbessert werden. Die 360-Grad-Kundensicht ist wichtig, um dann eben automatisiert Scoring-Modelle bereitzustellen. Sehr wichtig ist auch die Effizienz. Das heißt, es muss gemessen werden, wie effizient die ganzen Maßnahmen sind und bei Bedarf müssen natürlich die Modelle auch optimiert werden. Das heißt, je nach Anwendungszweck kann ich das dann einsetzen, operativ, taktisch oder strategisch. Das heißt, langfristig nach vorne gedacht, in Segmentierungen, taktisch entlang des Kundenlebenszyklus und Real-Time-Aktivitäten eben je nach Anwendungszweck. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, viele unterschiedliche Varianten, wie ich den Kunden aktivieren kann. Prima. Wolltest du noch was sagen? Ein Schlusswort? Aber dann sage ich, wunderbarer Vortrag. Faktenreich. Die Präsentation gibt es natürlich auch im Nachgang, gehe ich von aus. Denn da steckt ganz, ganz viel Wissen steckt da drin, Erfahrung steckt da drin. Wunderbar.
Ich fange mal mit der ersten Frage an. Plausibilitätscheck. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Die Datenqualität ist das, womit die meisten Unternehmen echte Schwierigkeiten haben. Und wenn man gleich am Anfang mit Daten, die reinkommen, Plausibilitätscheck macht, das ist natürlich für sinnvoll. Was sind die häufigsten Fehler dabei? Oder was sind die Sachen, die euch immer wieder auffallen dabei, wo bei der Integration von Daten Fehler gemacht werden? Also es ist natürlich so, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Branchen haben. Also das geht über Tierbedarf, Homeshopping. Das heißt, jede Branche hat individuelle Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Aber sehr häufig wird tatsächlich der Fehler gemacht, dass quasi geguckt wird, ob die Ladestrecke funktioniert. Und wenn die Daten richtig geladen worden sind, dann passt es, dann ist gut. Aber wir sehen eben häufig, also wir haben natürlich ein Gefühl, wir wissen, was Umsatzgrenzen sind. Wenn da quasi ein Ausreißer nach unten ist, dann haben wir automatisch eine Ampel, beziehungsweise was ich vorhin gesagt habe, wenn ein Kunde 300 Filialen hat und wir sehen, es wurden nur 250 geliefert, der Kunde merkt es vielleicht nicht, er hat vielleicht von seinen Filialen nicht alle Daten bekommen, sein Prozess ist sauber durchgelaufen, die Daten kommen zu uns, wir sehen aber, es fehlen Daten, da kann man einfach gleich gegensteuern. Also einfach so Fachlichkeit, Branchen-Know-how ist da extrem wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Sind die Daten jetzt plausibel? Kann es so stimmen? Oder zeigt die Embarung, dass da irgendwann was im Argen ist? Und das kann man dann schnell dem Kunden widerspiegeln und bekommt dann eben einen schnellen Austausch und die Daten sind dann benötigt. Jetzt eine Frage, die in die Richtung geht eines Themas, das uns alle momentan beschäftigt. Wir sind ja alle fasziniert von den Möglichkeiten, die ChatGPT und andere Systeme, nicht zuletzt auch deutsche, da bieten, was KI-Einsatz angeht in Sprachmodellen. Und genau das Gleiche ist natürlich der Einsatz von KI bei der Datenqualität. Das heißt, diese Plausibilitätschecks, ob das plausibel ist, das ist ja quasi bisher immer so ein bisschen der Haken gewesen, der Pferdefuß. Jeder Mensch sagt, das kann doch nicht sein, da stimmt doch was nicht. Aber die Maschine kann es nicht. Welche Rolle spielt da KI? Und die Frage geht jetzt an dich, Florian, nicht so sehr an denjenigen, der sagt, ja, wir kriegen das alles hin mit KI, das sagen sie alle, sondern was ist dein Eindruck? Was können denn die Softwareanbieter euch derzeit schon bieten? Bist du damit zufrieden oder sagst du, also das meiste liegt wohl noch eher in der Zukunft als in der Gegenwart, was die verfügbaren Systeme angeht, die du als Berater bei mir einsetzen kannst, damit eben KI eingesetzt wird, um Plausibilitätsprüfung durchzuführen? Also ich denke, dass KI-Modelle schon sehr viel leisten können. Vor allem Richtung Automatisierung oder einfach Dinge, die viel manuellen Invest brauchen. Aber wir sehen auch, dass es auch Grenzen hat, dass ihre Grenzen kommen. Das heißt, die Fachlichkeit, das spezielle Wissen, das kann man schlecht einer KI trainieren. Und das merken wir tatsächlich, dass da noch ein Gap ist, dass der Mensch nicht komplett zu ersetzen ist, sondern dass eben genau diese tiefen Kenntnisse über die Prozesse, wie funktioniert die Logistik, wie müssen die CRM-Daten verknüpft werden, was muss der Outcome sein, da sehen wir schon noch, dass es wichtig ist, dass man sich die KI zunutze macht, natürlich, Unterstützung, nur dass es trotzdem noch jemanden gibt, der nochmal draufschaut, der die Ergebnisse nochmal prüft, weil KI noch nicht alles leisten kann. Okay, das beruhigt mich sehr, weil im Moment gibt es ja heiße Diskussionen. Heute Morgen war gerade eine Meldung, dass die Radiomoderatoren jetzt abgesetzt werden, weil das kann alles die KI, Radio GPT nennt sich das Ding dann. Eine Frage noch, und zwar die Frage nach den Devices. Du sagst, schon bei der Registrierung habe ich die erste Information, über welches Gerät kam denn der Kunde. Welche Rolle spielen im weiteren Folge die verschiedenen Devices und eben die Ausspielung auf den verschiedenen? Welche Devices werden überhaupt genutzt? Im B2B beispielsweise. Also wir sehen halt, ob quasi die Anmeldung über ein Handy funktioniert hat oder über ein Laptop. Wir sehen auch, wie die Anmeldung auf zum Beispiel über Gewinnspiele gekommen ist. Da geht es einfach darum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Also häufig werden Gewinnspiele genutzt, dass die Kunden einkommen. Die nehmen am Gewinnspiel teil, sei es über App oder irgendein anderes Device und wählen sich danach wieder ab. Also da ist eben das Zusammenspiel der Daten wichtig zu sehen, was sind eben die Quellen, die relevant sind, um einen Kunden zu loyalisieren. Also nicht das kurzfristige Gewinnspiel, nicht mal schnell über eine App irgendwo teilnehmen, sondern eben Zusammenspiel der unterschiedlichen Daten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist ein Kunde, der sich perspektivisch entwickeln wird, der loyal zur Marke steht und der einfach Kunden dauerhaft hat.